Willkommen, Freunde, zur ersten richtigen Folge zu Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Das ist nämlich jetzt die Beta, die gestern am 14. Januar für PS4 und Xbox One gestartet ist und noch bis zum 18. Januar läuft. Dann dachte ich mir, ey, guck ich mir einfach mal an. Wir sind hier gerade im Hinterhof unterwegs. Das ist hier halt die Seite von den Pflanzen, da hinten ist die Seite der Zombies. Habe ich euch ja schon in einer Folge gezeigt, die ich auf einem Event von Electronic Arts aufgenommen habe oder aufnehmen durfte. Ja, und jetzt können wir innerhalb der Beta mal ein paar Tage spielen. Ich bin mal sehr gespannt, ich habe auf jeden Fall wirklich richtig Bock auf das Spiel. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier so von meint, wie viele Folgen ich machen soll, ob euch noch weitere Folgen interessieren, und dann gucken wir uns einfach hier mal um und wir werfen uns natürlich jetzt gleich auch in den Multiplayer, aber erstmal müssen wir gucken, was mit dieser Garage hier los ist. Deppy Daves Garage. Diese Tür geht in der Beta nicht auf, vielleicht erwarten dich hier besonders wichtige Aufträge. Find es heraus, wenn das Spiel erscheint. Okay. Na gut. Ja, sollte ich nicht zweimal draufklicken. Dann ist hier einmal von Dave das Wohnmobil, das können wir uns auch mal angucken. Hier Gartenkommando. Ja, das könnten wir. Also, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Kommandobereich fährt in der Beta nicht ab. Hier gelangst du in den Kommandomodus, wo du dich gegen Gegnerwellen behaupten musst. Spiel allein oder mit drei anderen Spielern. Okay, dann wissen wir das auch. Wir gucken uns ja einfach hier mal ganz kurz um. Hier ist dieses Questboard, die Auftragstafel. Auftragstafel nimmt tägliche Aufträge an, um Münzen und Sterne zu verdienen. Schließe Aufträge ab, um deinen XP-Multiplikator zu erhöhen und schneller aufzusteigen. Ja, okay. Ja, was ist in der Garage? Schau nach, was in der Garage ist und so, aber da wirst du so alles nicht können, ist diese Auftragstafel momentan auch noch recht sinnlos. Multiplayer-Portal, da gehen wir jetzt gleich mal rein und spielen unsere erste Partie. Ich muss ehrlich sagen, ach doch, genau. Es gibt, glaube ich, zwei Modi. Oder, ja, doch, genau, zwei Modi. Und zwar die, die ich auch in der ersten Folge schon gezeigt habe. Einmal, mit der Bombe und, welches Team zuerst, glaube ich, 50 Punkte hat. Also quasi Team Deathmatch. So. Hier gibt es eine Flagge. Wenn wir die jetzt erobern, dann, oh, Flagge unvorstellbarer Macht aktivieren. Dann gibt es jetzt hier einen Kampf. Und das ist ja, das habe ich schon mal erklärt, quasi die Lobby. So, hier, wir brauchen erstmal ein bisschen Hilfe, die kämpft jetzt mit. Das ist quasi die Lobby, hier können sich auch andere Spieler dann treffen und wir können halt gemeinsam gegen die fiesen Zombies kämpfen. Boah, alter Schwede. Ich spiele übrigens gerade selber auf der, auf der PS4. Also, die Beta läuft ja auf der PS4 und der Xbox One, PC leider nicht. Deswegen habe ich mich dann für die PS4 entschieden. Und läuft ganz gut, macht Spaß. Man hat hier noch ein bisschen Probleme mit. Wow! Noch ein bisschen Probleme mit Texturen, dass die später dann erst aufflackern oder dass die halt nachgeladen werden erst. Aber ich glaube, in der Beta ist das nicht so schlimm. Serverprobleme kann ich jetzt nicht sagen, weil ich hier noch nicht groß gespielt habe. Aber ich glaube, das Spiel, die Vollversion, würde ich dann schon gerne auf dem PC spielen. Wobei ich muss sagen, das kann man wirklich verdammt gut mit dem Controller spielen. Und ich mag auch den PS4-Controller, wobei ich auch den Xbox One-Controller eigentlich sehr gerne habe. Muss ich jetzt auch mal so dazu sagen. Komm, wir machen mal hier unseren Blick. Oh, hier sind auch zwei. Super. Perfekt. Oh, guck mal, jetzt gibt es hier ganz viele Credits. Kann ich mal bitte hier wieder weiter... So, ja. Perfekt. Meine Damen und Herren, werden ein Ende sein. Was? Zombie-Piraten? Oh mein Gott, Piratenangriff? Okay, ich glaube, wir werden jetzt zu Beginn dann doch hier nochmal... Wow. Alter Schwede, da hinten kommt ein Piraten-Captain. Zu Beginn einfach mal hier ein bisschen. Aber ich werde auf jeden Fall ein paar Folgen hier zu machen in der Beta, weil ich habe einfach extrem Bock auf das Spiel. Und es macht einen guten Eindruck. Da hat Electronic Arts, oder da haben Electronic Arts und PopCap Games, der Entwickler, auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Kann man sich auch selber heilen? Nein. Nein, wir sind gleich tot. Wobei, wir haben noch ein bisschen was. Boah, wir müssen mal ein bisschen aufpassen hier. Eigentlich sollte man das vielleicht auch nicht unbedingt alleine nachladen. Nicht alleine angehen. Okay, wow. Okay, man könnte auch dann einfach hier Pflanzen... wir haben noch keine Pflanzen. Die helfen einem nämlich dann beim Verteidigen. Aber das ist wirklich einfach hier nur just for fun, beziehungsweise man bekommt natürlich Credits und wartet dann halt, während die anderen Freunde dann vielleicht auch mal irgendwann gedenken, in die Lobby zu kommen. Weil ich leider keine Freunde habe, muss ich das alleine spielen. Super. Ah,
Übrigens, wenn ich ab und zu übersteuere, dann liegt das einfach daran, dass ich sehr laut in diesem Spiel bin. Ja, das ist irgendwie klar, oder? Na gut, egal. Guck mal, hier wieder so ein Pirat. Voll den Piratangriff. Ob Bronze auch gleich kommt, ich weiß es nicht. Wow. Oh, wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Nein. Wow, 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 wow. Okay. Aber wir haben noch eins. Piraten besiegt, alter Schwede. Und wir bekommen auch gerade wieder Energie zurück. Und das war richtig knapp. Also das war wirklich verdammt knapp. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal, wir können natürlich jetzt auch einfach gehen. Und genau... Hä, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Doch, komm mal. Uaha. Uaha. Wow. Boah, der Wissenschaftler. Was war das denn jetzt gerade? Level 3. Oh, wir sind aufgestiegen. Kann man natürlich auch gerne mal machen. Okay. Okay, die verfolgen uns jetzt alle. Boah, die Musik gerade im Hintergrund. Voll Action geladen, voll epic. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Game over. Weil wir abgehauen sind. Huh. Boah, Alter. Okay, tot. Und hier kommen natürlich auch ab und zu mal KI-Pflanzen uns zur Hilfe. Das finde ich sehr gut. Nein, nein, das war doch gut, Patrick, das war gut. Hui, okay, dann holen wir uns die Punkte noch. Wir haben nur noch 5 Energie, aber alles gut. Alles gut, wir sind noch nicht gestorben, oder? Ich glaube, wir sind heute nicht gestorben. Also diese Ziehpflanzen, ja, die da mit verteidigen, die kennt man ja. Die haben wir noch gar nicht freigeschaltet, so wie es aussieht. Okay, dann gehen wir jetzt mal, wir gehen jetzt nochmal kurz in den Baum rein und dann werden wir uns auf jeden Fall in die erste Schlacht stürzen. Genau, Statistikenzentrale, verwalte deine Sammlung im Stickerheft und sieh dir Statistiken deiner Charaktere an. Gut. Ja, hier sind halt hier, Statistikzentrale, genau. In der Beta nicht verfügbar, aber ich glaube, man hat es ja auch schon ungefähr verstanden, wie das hier funktioniert oder wofür das ist. Ich weiß gar nicht, was war das da hinten? Hui, hui. Das war einfach, das ist einfach etwas Leuchtendes. Und hier ist noch etwas Leuchtendes. Das ist wunderschön. Wunderschön. So, was gibt's hier? Hier gibt es noch einen Ball, da können wir auch Fußball spielen hier. Da geht es dann auch wieder in die Stadt raus. Also die ist doch relativ groß, die Stadt dann, für so eine kleine Lobby hier quasi. Ja, hier sind die Credits. Kann man sich auch mal kurz angucken. Ja, super. Credits, toll. Wir gedenken der Leute, die hier mitgearbeitet haben. Und wir gehen in die erste Multiplayer-Schlacht. Jawoll. Achso, man muss da vorher drücken. Ja. Was spielen wir denn? Ich weiß es gar nicht. Kämpfe gegen den Computer oder online gegen andere Spiele. Einfach Portal aktivieren und hindurch springen. Ja, Multiplayer. Genau. Revierübernahme, die ultimative Schlacht um Suburbia. Eine Mischung aus Krautangriff und Gärten und Friedhöfen und sollen wir kämpfen um die Kon einer weitläufigen Karte, okay? Wir machen, glaube ich, wirklich mal Teamsieg. Wer zuerst 50 Siege hat, der hat dann gewonnen. Und zack. Spielersuche. Bester Spielpartner wird gesucht. Und man findet natürlich nur mich, ja. Ich bin halt der Beste. Nein. Einzige, was noch okay, das ist Frostbechel ist der gefrorene Vor. Ja, gut. Schön, dass man das lesen kann. Lädt auf jeden Fall sehr schnell. Ich hoffe, wir haben auch schon einen Spieler wirklich gefunden und müssen jetzt nicht alleine hier spielen. Ich bin gespannt. Okay, was nehmen wir denn? Sollen wir. Das haben wir alles noch gar nicht freigeschaltet. Oder doch, können wir nehmen, ne? Dann. Ich würde den mal. Oder wir nehmen mal was anderes, ne? Damit ihr auch mal was anderes seht. Und zwar. Oh, jetzt habe ich den Charakter gar nicht gezeigt. Egal. Hey, erledige 50 Zombies. Zeit durchzu. Was? Durchzudrehen? Also, das ist, glaube ich, eine Zauberrarin. Was können wir hiermit alles machen? Weiß ich nicht. Magische Distel. Boah, Alter. Was können wir machen? Zeitlupe? Boah, ich hab noch keine Ahnung, was die alles kann. Ich kann mich nicht bewegen. Egal. Okay. Ja, war gut. Also das war wirklich einer der wenigen Charaktere, mit denen ich noch nie gemeinsam gespielt habe.
Okay, wir haben einmal das, dann haben wir... Wie macht man denn? Okay, okay. Achso, wiederbeleben? Natürlich, machen wir. Nein! Oh, spawn noch nicht wieder! So, mal gucken. Uah! Boah, das ist aber eine Kackklasse. Nein, das ist keine... Es ist einfach blöd, wenn wir dem Roboter da gegenüberstehen. Also das ist jetzt hier quasi Team Deathmatch. Aber ich glaube, auch das hat man dann mittlerweile schon verstanden, wie das aussieht. Also ich muss mir das nochmal angucken. Okay. Hey! Ich wollte doch... Ich wollte den Piraten in eine Ziege verwandeln. Das ist not my class. Okay, wir nehmen erstmal einen anderen. Den muss ich mir in Ruhe mal angucken. Ich glaube, wir... Ja, ich mache jetzt wirklich erst nochmal mit dem hier. Damit ich muss mich mal ein bisschen warm spielen. Also, das ist jetzt so eine Maispflanze, die verschießt Maisgeschosse. Hatte ich ja in der ersten Folge auch schon. Das ist momentan so mein Lieblingscharakter. Und... Ja, geil. Wir haben schon verloren. Münzen gesamt. Abschlussbonus. Super. Ja, ich gehöre überraschenderweise nicht zu den besten Spielern. Aber wir werden auf jeden Fall auch noch eine Runde machen. Hui, hey. Ja, super. Ja. So, dann sind wir mal wieder raus. Ich weiß nicht, ja, ich glaube, ich nehme mir mal einen anderen Modus noch. Mal gucken, ich weiß gar nicht, also da war eben auch noch ein dritter Modus. Muss ich mir mal angucken. Eine Kostprobe vom Hinterhof-Kampfplatz. In dieser Beta liegt der Fokus auf Verbesserung im Multiplayer. Trotzdem erhältst du auch Zugriff auf einige echt witzige Features auf dem Hinterhof-Kampfplatz. Schau dich um und komm im Februar für die volle PVZ-GW2-Erfahrung zurück. Ja, das ist der hier. Hier kann man sich auch nochmal die Charaktere, glaube ich, irgendwo angucken. Wo war das? Hier kann man... genau, Charakterauswahl. Probiere einen neuen Charakter aus, ändere deinen Look. Genau, und dann haben wir halt hier einmal Major... Major Mais. Rosi. Zitron oder Citron. Erbsenkanone. Schnapper. Sonnenblume. Und Kaktee. Können wir auch mal nehmen. Ah, genau, das war... okay. Na gut, dann gehen wir jetzt aber wieder rein hier in den Multiplayer-Modus. Wow. Was haben wir denn alles? Hier können wir gar nicht... Okay. Revier über... Komm, wir probieren das einfach mal aus und gehen mal... Wir springen mal hier rein. Und zack. Ich weiß gar nicht, warum da oben dauernd irgendwelche Leute sprechen. Ich hatte auch schon überlegt, ob man mich hört, aber das kann eigentlich gar nicht sein. Kann man mich hören? Nein, ne? Das wäre cool, wenn man mich jetzt so... Das war bei Rainbow Six Siege mal so, dass man mich die ganze Zeit im Spiel gehört hat, wenn wir mit anderen Leuten gespielt haben. Wobei, so cool war das dann auch wieder nicht. Aber da ich sowieso meine Konsole hier... Meine Konsole auf den PC rüber streamen lasse quasi. Wow, das sieht ja nice aus. Sollte man mich nicht hören, weil das Headset und das Mikrofon, die sind... am PC angeschlossen. Hä? Ist das jetzt der Mond? Ist es der Mars? Das ist ja nein. Ey, das Level habe ich auch noch gar nicht gesehen. Genau, hier können wir einmal mit L1 so eine Mine machen. Mit Kreis, mit Dreieck haben wir so eine Drohne, glaube ich. Hier so eine Zwiebelkanone. Und mit R1 können wir, glaube ich, so eine Mauer bauen. Dass die dann nicht weiterkommen. Ich kann das mal ausprobieren. Alter. Alter Schwede, ey, was ist denn los? Man kommt hier ins Spiel und wird... Hey, was ist denn für ein alter Strumpf im Gesicht? Okay. Ja, gut. Na gut, aber jetzt komm. Jetzt, ich werde jetzt mal ein bisschen aggressiver. Ich muss mich... Achso, ich muss mich mal echt jetzt an die Steuerung gewöhnen. Also, Controller. Weil mit dem Controller bin ich halt nicht so schnell. Ich hab ihn. Ja, das ist nicht so meine Klasse, weil er eigentlich viel zu langsam schießt.
Und für meine schlechten Skills muss ich ein bisschen schneller schießen. Ich will lieber auf dem PC spielen, aber egal. Was ist denn hier? Achso, hab ich noch nicht. Okay, okay. Achso, wir haben sogar Schwerelosigkeit hier. Hui! Ah, ich mach mal eine Mine hier hin und hau ab. Wow! Leute, was ist los mit euch? Lasst mich doch mal... Ich will mir doch nur die Welt hier angucken. Wow! Hui! Hui, hui, hui! Ah, genau. Jetzt habe ich hier diese Dinger gebaut. Ach so. Ja, mit R1 nicht mit. Okay, alles klar. Alles klar. Ja. Komm, töte den. Nein. Ah, oh Mann, ey. Komm, jetzt nehmen wir nehmen jetzt mal wirklich eine richtige Klasse. Eine richtige Klasse. Wir nehmen eine richtige Klasse. Wir nehmen eine richtige Klasse. Eine richtige Klasse nehmen wir jetzt. Genau so läuft das nämlich. Okay. Wir sollen übrigens da hinten, das ist übrigens wirklich der Mond, darum steht das da auch so. Sieht ein bisschen aus wie bei Anno 2205 oder 2205. Da hinten sollen wir erobern, wie man sieht. Jetzt hör doch mal auf, ich erkläre doch den... Alter Schwede, ey, was ist denn los hier? Ja, das läuft ja mega gut hier einfach. Ey, das ist überhaupt keiner aus seinem Raumanzug da. Ja. Komm, ey. Leck mich. Leck mich. Mann, immer noch. Ja. Was war das denn jetzt hier? Hi. Kannst du die Klappe halten, bitte? Ach komm. Nein, nein, nein. Deckung, 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 Deckung. Wow. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt kommt ihr auch noch von hier. Das gibt es nicht. Fuck. Robolaser. Ja, ist gut, Leute. Oh, das ist eine Pflanze. Boah, die sind aber... Ey, die sind so schnell. Dann mit dieser Schwerkraft hier noch. Da komme ich gar nicht dran. Boah, ich werde von überall gerade beschossen. Ich habe keine Ahnung von wo. Aber es sind sehr viele Leute hier unterwegs. Ich brauche erstmal ein bisschen Energie. Vielleicht verstecke ich mich einfach mal hier. Ach, geil. Okay. Ja, es funktioniert gut mit dem Erobern, oder? Bitte, was sagt ihr? Ach, los. Scheiße. Ja, sure, sure. Ja, Zombies dominiert. Ja, super. Noch ein paar Münzen, während die ganze Zeit hier reinlabern. Verdiente Münzen, bla bla bla. Und ja, super. Toll. Beste Spieler. Ich war natürlich wieder voll mit dabei. Und ich bin gerade so ein bisschen traurig. Weil es nervt schon ein bisschen, muss ich so sagen, ne? Auf jeden Fall sind wir schon Level 3. Und nächste Runde. Ey Leute, ich gehe hier erstmal raus. Und ich werde das auf jeden Fall für die nächste Runde dann auch ausstellen, dass man die Leute nicht immer hört. Das ist ein bisschen nervig, das stört mich selber auch. Aber wir können auf jeden Fall gerne noch eine Runde spielen, wenn ihr das denn gern hättet. Dann werde ich mich auch etwas mehr anstrengen. Ja, das wissen wir ja mittlerweile. So. Dann machen wir nochmal, komm, wir machen nochmal hier Teamsieg nochmal. So. Jetzt aber richtig, komm. Also das war, aber eben hatten wir irgendwie auch ein schlechtes Team und ich weiß nicht, irgendwie, wir kamen ja keinen Meter weiter, wir waren ja sofort angeschossen.
oder sofort niedergemacht. Schon wieder Frostbächel. Das Einzige, was noch kälter ist, als es vorher. Jetzt hört man die wieder alle. Das ist ja super. Kann man jetzt irgendwo ausstellen, aber ich habe keine Lust. Wie gesagt, ich mache das zur nächsten Folge dann hin. Ich mach mal den ich mach den jetzt hier mal. Den Fußsoldaten. Zack. Erledige 50 Pflanzen. Trampel sie nieder. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Und wie lange wir vor allem dafür brauchen werden. Sieht aber cool aus, wirklich, das Level. Also, echt ein nice. Achso. Ich schieße immer auf meine eigenen Leute. Wo sind jetzt die ganzen Pflanzen? Ja, ich klar, natürlich. Meiner hat so ein Maschinengewehr, lädt aber jede Sekunde nach und der tötet uns dann mit zwei Treffern. Natürlich, na klar. Aber jetzt, ey, komm, ey, boah, ich bin jetzt voll. Boah, Leute. Warum schieße ich denn immer auf die eigenen? Ja, guck mal, das ist noch nicht. Ich wollte gerade eine Spezialattacke machen. Wir haben ja einmal diesen Raketenwerfer auf dem Rücken. Das hat aber nicht funktioniert. So ein Mist, ey. So ein verdammter Mist, ey. Ich bin echt. Boah, ich war echt mal besser hier in dem Spiel. Also im ersten Teil. Da kann man sich auch noch Let's Plays angucken, wobei die sehr alt sind. Wo sind denn jetzt hier wieder alle? Ja, komm, da hinten kommt auch gerade eine Pflanze. Angewaschelt. Oder auch nicht. Oh Leute, müsst ihr den Ingame-Chat echt nutzen? Das ist nervig. Das funktioniert doch sowieso nicht. So kann man sich doch gar nicht abstimmen. Komm hier, jetzt kommen wir von oben. Ja, schieß doch mal. Oh Mann, ey, der braucht echt voll lange zum Nachladen. Ja, klar, nimmt mir doch immer. Oh, da kommt wieder. Da kommt Rosi. Rosi! Wir müssen Rosi töten. Lad nach, lad doch nach! Jetzt sind wir auch nur mit Ziege geworden, um Himmels Willen. Ja, geil, geiler Angriff. Können wir bitte wieder zurückverwandelt werden? Ja, ach komm. Mann! Ey, die haben scheinbar ihre Klassen alle schon ziemlich gut im Griff. Sieht man denn, was die für Level da haben? Das stand da gerade gar nicht, oder? Okay, 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 es geht weiter. Es geht in die nächste Runde. Ich werde jetzt alles vernichten. Das habe ich schon oft gesagt. Huh. Hä? Alter, du bist eine Pflanze. Du bist ein Gegner. Boah, was halten die denn aus? Das ist doch nicht normal, ganz ehrlich. Was die aushalten. Mal habe ich den von hinten getötet. Und dann. Also. Ey, ich schieße da erstmal eine Minute drauf, bis er tot ist. Das kann nicht ganz sein, oder? Na guck mal, den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir. Boah, das ist ja wie bei Rainbow Six Siege mit den. Mit den Schildern. Ah, immerhin haben wir ihn. So, ich könnte mal wieder ein bisschen Energie gebrauchen. Komm, jetzt gehen wir einmal hier. Wow, wow, wow. Was ist denn jetzt hier los? Ah, das ist... Okay. Komm, das kriegen wir hin. Oh nein. Da will man die wiederbeleben, aber keiner hilft einem. Dann geht das doch schneller. Oh Gott. Ja, immerhin. Immerhin haben wir gewonnen. Ne? Das war schon mal gar nicht so schlecht. Beste Spieler. Ich bin natürlich ganz natürlich auch mit dabei. Und auf jeden Fall, ja, für die nächste Folge, ich werde das dann ausstellen, dass man die anderen Leute nicht mehr hört. Das ist auf jeden Fall ein bisschen nervig. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und es wird auf jeden Fall auch nochmal eine neue Folge geben. Also, macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe jetzt extrem scheiße gespielt, aber... Das war jetzt auch seit Wochen wirklich das erste Mal, dass ich nochmal gespielt habe, vor allem mit dem Controller. Also letztens, als ich bei EA halt war, da habe ich auf der Xbox One gespielt, also mit dem Xbox One Controller. Am liebsten spiele ich solche Shooter, so Multiplayer-Games.
mit Maus und Tastatur. Und jetzt habe ich wieder mit der PS4 gespielt, also mit dem PS4-Controller. Es ist immer so ein Unterschied. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber irgendwie ja doch. Aber ich würde mich auf jeden Fall da noch so ein bisschen reinfuchsen und nächste Folge wird dann ein bisschen besser und es ist auch ein bisschen nervig wirklich, wenn die ganze Zeit von den Leuten da abgelenkt wird. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, würde ich mich sehr freuen und damit unterstützt ihr auf jeden Fall auch dieses Projekt und dann werden auf jeden Fall auch weitere Folgen kommen. Und ihr dürft natürlich selbstredend auch gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr das Spiel findet, ob ihr es spielen werdet, wenn ja, auf welcher Plattform, PC, PS4, Xbox One, Kühlschrank etc. pp. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Plants vs. Zombies Garden Warfare 2.